Dann gehen wir mal zu diesem schicken blauen Rauch. Sieht auch wieder sehr schön hier aus, alles. Wird ein langer Weg. Treffe ich den nicht? Oh Mann. So. Dem Ganzen schnell ein Ende bereitet. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Mhm. Nette Pilze. Ja, wo wollt ihr hin? Nach oben? Hier war, glaube ich, nichts mehr. Hier sollte ich nicht runter. Kerle, die habe ich alle gelootet. Oh, was zum Anzünden hier. So eine Statue. Ja, einmal. Ups, da fast zu weit gesprungen. Noch eine Statue. Machen wir hier einfach mal aus Witz so ein Ding noch mit an. Ist zwar eh hell. Eigentlich, aber egal. So, da oben aufs Dach wollte ich hoch. Da war doch was, oder? Drauf? Nicht? Nichts Blinkendes oder so? Na gut. Dann halt nicht. Dann war hier unten was drin. Mhm. Kann man da runter oder sollte man das lassen? Hm, ich glaube, das lasse ich. Ich nehme den direkten Weg. Da ist das Signal. Das war die Schulter. So. Getroffen. Noch eine schöne Statue gefunden. Die Hälfte haben wir dann schon mal. Ach ja, das ist das, wo ich vorhin schon mal war.
wo ich nach Feuer gesucht habe. Hm. Schick, da unten waren Reliquien. Ach, da würde ich sogar runterkommen, anscheinend. Dann gehe ich doch erstmal hier runter. Und hol mir das Relikt. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. So, darunter wohl nicht. Darüber kann ich aber noch anscheinend. Was auch das ist, wo ich hin muss? Glaube ich nicht. Aber da hinten weiß ich, kann ich noch was sammeln. Da gehe ich dann nochmal rüber. Bisschen Bergungsgut. Cool, neues für den Bogen. Und nochmal eine Statue gefunden. Drüben sind ein paar Eier. Dann gehen wir da auch erstmal rüber. Sammel ich nämlich, oh, die Eier noch, so nicht. Schön daneben gelatscht. Beziehungsweise gesprungen. Hier ist noch ein Büchlein, oder? Verlegt, Büchlein, Büchlein. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenem finsteren Schrecken, nie widersprechen. Ich muss darüber. Ich will aber erstmal da runter. Zu diesem Ei. Hä? Wo ist es hin? Ich meine, hier irgendwo war das. Ups. Nicht runterfallen. 3 von 5 Eier geklaut. So, und da muss ich rüber. Das machen wir dann auch mal direkt. Huch. Fast einen Schritt zu weit gelaufen. Und dann mal ab zum Co-Piloten. Ich hätte zwar, glaube ich, noch ein bisschen mehr hier sammeln können. Aber das läuft ja nicht weg. Das kann man ja später immer noch machen. Hui. Das wäre auch wieder tief gewesen, wenn sie da runter geflogen wäre. Dahin. Aha.
sogar seinen Rucksack da liegen lassen. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Schade. Wer weiß, was da Schönes drin ist. Oh, ich mach die zweimal an. Einfach mal so. Oh, das war eine Statue und ein bisschen Währungsgut. Aber die kann man nicht anzünden, okay. Dann hey Lara, nur das Sperrungsgut. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Paar Kaninchen ärgern. Immerhin 15 Erfahrungspunkte. Okay, das andere lasse ich, das arme Kaninchen. Ein paar Ratten abschießen. Wow, sehr dunkel hier. Hatten wir jetzt einen Fähigkeitspunkt oder nicht? Ja, wir haben einen. Cool, und noch neue Upgrades für den Bogen erhalten. Ah, hier auch. Sturzschäden. Versteckte Belohnung finden. Ja, machen wir das mal. Was ist denn das andere noch? Auch noch. Alle Grabeingänge werden auf der Schatzkarte markiert. Das ist natürlich auch nett. Aber eigentlich braucht man das nicht. Wenn es dann reicht, kann ich mal gucken, was der Bogen braucht. 2,50. Na, müssen wir noch ein bisschen sparen. Haben wir noch ein bisschen Währungsgut. Eine Pilgerfahrt. Schick. Schick aus mit dem Wasser da, was da runterläuft. Irgendwie. Und das ist ein Skelettenarm. Okay, das war nicht mehr so schick. Okay, ich lasse die Mäuse mal in Ruhe. Eine Königin. Himiko? Unglaublich. Captain Jessup? Oh mein Gott. Der arme Mann. Und die arme Lara. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie!
Und da hängt sie schon wieder rum. Nur diesmal nicht über Kopf. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wann wir den letzten Checkpoint hatten. Sonst mache ich noch bis zum nächsten Checkpoint und dann mache ich erstmal Schluss für heute. Das sieht ja auch wieder eklig aus. Ganz viele Leichen. Sehr unlecker das Ganze. Ja, schrei noch lauter, dann hören sie dich alle. Oh Mann, die armen Menschen. Was haben wir denn da, Schickes? Eine neue Waffe. Funktioniert das Ding. Und auch sehr leise, das Ding. Ist da unten irgendwas am Liegen? Nö. Sie suchen nach mir. Sonnenkönigin, das ist ja Matai. Du bist wirklich hier.
warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise, eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie auf! Was schon brutal ist mit der Schrotflinte. Oh, da kommen jetzt noch mehr. Einen da runtergeworfen, aha. Ist ja gemein. Ja, dann belasse ich das, glaube ich, erstmal dabei. Gucke noch beim Lager, ob ich da was upgraden kann. Müsste reichen für den Bogen, oder? Ja, 2,50. Mach ich den Bogen noch fertig? Dann mach ich ja mal Schluss für heute. Dann bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Wünsche euch noch einen schönen Abend, später eine gute Nacht. Und sage dann mal bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Tschüss.